Es gibt so viele gute Bücher da draußen, die nur darauf warten, endlich gelesen zu werden. Und da du dieses Video anschaust, denke ich, liest du gerne Bücher oder möchtest vielleicht im neuen Jahr jetzt mehr Bücher lesen. Und ich kann es kaum erwarten, mich endlich wieder in einem Buch zu verlieren oder eine Buchreihe zu finden, in die ich komplett eintauchen kann, die mich komplett verzaubert. Und ich denke, durch BookTube und durch das Internet gibt es jetzt so viele Ressourcen und so viel Lesematerial, dass es manchmal wirklich schwierig sein kann, einen Überblick zu behalten, und ich setze mir jetzt seit ein paar Jahren ein Leseziel. Ich habe mir früher auch ein Leseziel im Sinne von Büchern gesetzt. Also ich habe zum Beispiel gesagt, oh, 2000, ich kann mich nicht erinnern, wann es war, aber 2020 möchte ich 20 Bücher lesen zum Beispiel. Aber seit letztem Jahr setze ich mir kein Nummernziel mehr mit Büchern, denn ich habe einfach gemerkt, wenn ich dieses Nummernziel verfolge, dann fühle ich mich irgendwie gestresst und dann wähle ich vielleicht auch eher ein kürzeres Buch, weil ich dann mein Ziel schneller erreichen kann, obwohl ich eigentlich dieses lange Buch lesen möchte, und ich möchte mir selbst nicht mehr diesen Stress machen und einfach die Qualität der Bücher priorisieren und nicht wie viele Bücher ich lese, denn darum geht es mir eigentlich gar nicht. Aber durch das Internet hatte ich irgendwie diesen innerlichen Druck, oh, ich muss 20 Bücher lesen, ich muss 30 Bücher lesen oder 50 Bücher lesen. Und obwohl ich mir letztes Jahr, also 2023, kein Buchziel gesetzt habe, kein Nummernbuchziel, hatte ich trotzdem am Ende des Jahres das Gefühl, oh, ich muss jetzt noch schnell ein paar Bücher lesen, um Ende des Jahres eine höhere Anzahl an Büchern gelesen zu haben, obwohl das eigentlich gar keinen Sinn macht. Und deswegen dachte ich, 2024 mache ich mir wirklich ein Leseziel, einfach um diesem Druck irgendwie zu entweichen. Und wie schon gesagt, möchte ich eher die Qualität und nicht die Quantität der Bücher priorisieren. Und ich weiß, online hört man so oft, oh, ich habe so viele Bücher gelesen, ich habe so viele Bücher gelesen, aber lasst euch davon einfach nicht so stressen. Ich weiß, es ist einfacher gesagt als getan. Ich habe mich auch wirklich von dieser Zahl stressen lassen, und das möchte ich jetzt einfach versuchen, dieses Jahr abzulegen, auch Ende des Jahres einfach ruhig zu bleiben. Und wenn ich dieses Jahr nur 5 Bücher lese, ist es auch eigentlich komplett egal, solange es Bücher sind, die ich lesen möchte, die mir gefallen. Und wenn du kein Buch verpassen möchtest, das ich nächstes Jahr lese, vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und ich habe mir dieses Jahr das erste Mal auf Notion ein Leseziel bzw. einen Leseplan für 2024 gemacht, und das habe ich natürlich auf meinem Laptop. Also würde ich sagen, gehen wir zu meinem Laptop und setzen uns gemeinsam diese Leseziele, und schreib mir gerne, ob du ein Leseziel für 2024 hast, ob du dir ein Nummernziel mit den Büchern setzt oder wie du genau vorgehst. Ich freue mich schon sehr auf das Planen. Ich plane allgemein sehr gerne. Ich bin eine Planerin. Ich liebe es, Dinge zu organisieren, und deswegen kann ich es jetzt kaum erwarten, endlich diese Notion-Seite mit euch auszufüllen. Und ja, gehen wir zu meinem Laptop. Ich habe jetzt hier schon das Notion-Template vorbereitet für meine Leseziele 2024, und es ist wirklich ein einfaches Setup. Ihr seht hier meine Ziele. Ich habe mal 3 vorbereitet. Ich weiß nicht genau, wie viele Ziele ich haben werde. Dann meine TBR Priority, also Bücher, die ich unbedingt dieses Jahr lesen möchte. Und dann möchte ich hier noch New Releases aufschreiben, also Bücher, die dieses Jahr veröffentlicht werden, die ich lesen möchte. Ich war im Dezember ein paar Tage in Wien und habe Bücher gekauft, habe zu Weihnachten Bücher bekommen, und deswegen ist ein Ziel von mir auf jeden Fall, meine physische TBR zu lesen, also Bücher lesen, die ich zu Hause habe. Denn ich habe jetzt so viele ungelesene Bücher zu Hause. Ich habe auch vor kurzem auf Goodreads ein Bookshelf gemacht, nur mit Büchern, die ich zu Hause habe, die ungelesen sind. Und ich glaube, das waren ungefähr 40 Bücher, und das sind einfach zu viele ungelesene Bücher in meinem Regal. Und deswegen ist das auf jeden Fall ein Ziel von mir. Und ich glaube, was ich auch dieses Jahr, vor allem Ende des Jahres, gemerkt habe, obwohl ich mir kein Leseziel festgelegt habe, also keine Buchanzahl, die ich 2023 lesen mochte, ich hatte trotzdem irgendwie am Ende des Jahres ein bisschen einen innerlichen Druck, wie viele Bücher ich lesen sollte und dass ich noch mehr lesen sollte, bis das Jahr zu Ende ist. Und ich glaube, deswegen möchte ich mir auch als Ziel setzen, Qualität und nicht Quantität zu priorisieren. Also, keine Ahnung, ich glaube, ich brauche einfach diesen Reminder, und vor allem am Ende des Jahres, wenn ich irgendwie dann meine gelesenen Bücher mit den gelesenen Büchern aus den letzten Jahren vergleiche oder auch mit gelesenen Büchern von YouTubern oder Content-Creatern, dann ja,
muss ich mich wirklich mehr auf die Qualität als auf Quantität fokussieren. Auf Qualität, nicht auf Quantität fokussieren. Und ich glaube, ein anderes Ziel, was ich mir auch vornehmen möchte, ist weniger Bücher wegen dem Internet lesen. Denn das habe ich auch dieses Jahr bemerkt, irgendwie wenn Bücher voll im Hype waren und ich eigentlich schon vorher wusste, das ist nicht so mein Genre oder die Geschichte spricht mich nicht so an, dann wollte ich trotzdem das Buch lesen, entweder vielleicht für ein Video oder ich weiß nicht, weil ich einfach wissen wollte, warum es so gehypt wird. Und deswegen möchte ich auch wirklich dieses Jahr weniger Bücher aus dem Internet lesen, gehypte Bücher lesen und wirklich die Bücher lesen, die ich lesen möchte. Und ich glaube, das sind auch die drei größten Ziele mit meinen Büchern, die ich dieses Jahr habe. Und ich möchte mir da auch wirklich keinen Druck machen, denn ich glaube, das ist nie eine gute Idee. Und dann meine TBR-Priority-Liste. Wie gesagt, ich möchte mich auf die Bücher konzentrieren, die ich zu Hause habe. Und ich habe wirklich ein paar Bücher zu Hause, die ich unbedingt lesen möchte, die entweder schon lange auf meiner TBR-Liste sind oder die ich gerade erst gekauft habe und auf die ich mich schon super freue. Und das erste Buch, was mir dazu einfällt, ist schon ein Riesenwälzer. Aber ich habe auch in den letzten Jahren bemerkt, dass ich so einmal pro Jahr wirklich ein dickes, klassisches Buch lese. Letztes Jahr war es zum Beispiel Die Brüder Karamasow von Dostojewski. Das Jahr davor war es Verbrechen und Strafe von Dostojewski. Und dieses Jahr möchte ich unbedingt Krieg und Frieden von Tolstoi lesen. Ich weiß nicht, ob das ein zu großes Ziel ist, aber ich habe das Buch schon zu Hause und ich bin ein bisschen eingeschüchtert davon. Es gibt, glaube ich, mehr als 1200 Seiten und ich bin in Geschichte wirklich eine Null, also ich weiß sehr wenig über Geschichte leider. Und wenn ihr es nicht wisst, in Krieg und Frieden geht es um den Krieg mit Napoleon. Und ich glaube, wir verfolgen 5 Familien über 15 Jahre hinweg oder so. Und ich habe so viel Gutes über dieses Buch gehört. Ich weiß, es gibt auch eine Liebesgeschichte in dem Buch und ich freue mich wirklich sehr darauf, bin aber wie gesagt eingeschüchtert. Also vielleicht werde ich euch auch in einem Video mitnehmen. Vielleicht mache ich auch einen Buchclub für dieses Buch. Wenn ihr auch Krieg und Frieden lesen möchtet und auch ein bisschen eingeschüchtert seid, dann können wir diese Angst zusammen überwinden. Schreib mir mal, ob du an einem Buchclub für Krieg und Frieden oder auch für ein anderes Buch auf meiner Liste hier interessiert wärst. Ich glaube, ich würde einen Buchclub sehr cool finden. Und noch ein ziemlich dickes Buch, was mir gleich einfällt, was ich unbedingt lesen möchte, ist The Goldfinch von Donna Tartt. Und bei diesem Buch weiß ich eigentlich gar nicht ganz genau, worum es geht. Und das mag ich manchmal auch wirklich gerne, wenn ich in neue Bücher reingehe, ohne zu wissen, was eigentlich passieren wird. Und ich habe ja The Secret History von Donna Tartt gelesen und das hat mir so gut gefallen. War eines meiner Lieblingsbücher 2023 und The Goldfinch habe ich jetzt auch schon länger im Regal und deswegen möchte ich das auch unbedingt lesen. Das nächste Buch war ein Weihnachtsgeschenk, das ich mir gewünscht habe und das ist Rausch der Verwandlung von Stefan Zweig. Wenn ihr mein letztes 24-Stunden-Buchvideo, Lesevideo gesehen habt, dann habt ihr auch gesehen, dass ich die Schachnovelle gelesen habe von Stefan Zweig und oh mein Gott, das hat mir so gut gefallen und deswegen möchte ich unbedingt mehr von Stefan Zweig lesen und ich habe so viel Gutes über Rausch der Verwandlung gehört und deswegen ist das auch auf jeden Fall auf meiner Prioritätenliste für 2024. Ein weiteres Buch, was ich schon so lange in meinem Regal habe und was ich schon so lange lesen möchte, ist 100 Years of Solitude von Gabriel García Márquez. Dann habe ich hier noch ein Buch von einer Autorin, die ich letztes Jahr gelesen habe, die mich so überrascht hat. Und das ist The Secret Life of A.J. Fikri von Gabrielle Sevin. Und Gabrielle Sevin hat, wenn ihr es nicht wisst, Morgen, Morgen und wieder Morgen geschrieben. Und dieses Buch war eine der größten Überraschungen für mich in 2023 und deswegen möchte ich unbedingt mehr von dieser Autorin lesen. Dann ein Buch aus einer Buchserie, nämlich das zweite Buch von Red Rising, Im Haus der Feinde von Pierce Brown. Den ersten Teil von Red Rising habe ich auch gemeinsam mit euch in einem Video gelesen und das hat mir auch wirklich gut gefallen. Es war jetzt kein unglaublich gutes Buch, aber ich habe gehört, dass der zweite Teil auch besser sein sollte als der erste und
Es hat ziemlich lange gedauert, dass ich Red Rising gelesen habe, obwohl das Buch nicht allzu viele Seiten hatte. Und deswegen war ich ein bisschen, ja, nicht eingeschüchtert, aber irgendwie hatte ich nicht so Lust darauf, das zu lesen. Aber jetzt kribbelt es mir in den Fingern und ich möchte unbedingt wissen, wie die Geschichte weitergeht. Denn es ist jetzt schon so lange her, dass ich den ersten Teil gelesen habe und ich habe wieder wirklich Lust darauf, in diese Welt von Pierce Brown einzutauchen und zu sehen, wie die Geschichte weitergeht. Dann ein Buch, was ich auch schon so oft online gesehen habe und was mir jetzt auch ein Freund empfohlen hat, ist 1Q84 von Haruki Murakami. Und wenn ihr meinen Kanal schon länger verfolgt, dann wisst ihr auch, dass ich ein wirklicher Murakami-Fan bin. Ich habe schon 4 Bücher oder so von ihm gelesen und da haben mir eigentlich alle wirklich unglaublich gut gefallen, außer die Kurzgeschichtensammlung war okay, Men Without Women fand ich okay. Aber die anderen Bücher, Kafka on the Shore, Colorless und Norwegian Wood waren so gut und deswegen möchte ich unbedingt mehr von Murakami lesen. Und dann hat ein Freund gesagt, ich muss unbedingt 1Q84 lesen und das mache ich jetzt natürlich. Und dann habe ich noch auf meiner Liste ein Sachbuch und ich habe schon wirklich länger kein Sachbuch mehr gelesen, habe auch gehört, dass das nicht unbedingt einfache Kost ist, aber die Autorin ist auch so bekannt und so viele Leute sprechen immer wieder über sie und über ihren Schreibstil und ich möchte endlich wissen, worum es hier geht und wie es mir gefällt und deswegen habe ich auch The Year of Magical Thinking von Joanne Didion auf meiner Liste. Noch ein Buch, was mir eine Freundin empfohlen hat vor vielen, vielen Jahren und immer wenn wir gemeinsam über Bücher sprechen, sagt sie mir, ich muss das Buch lesen und ich habe es auch zu Hause, habe aber irgendwie nie Lust gehabt, das Buch zu lesen, aber jetzt schreibe ich es auf meine Priority-Liste, sodass ich es hoffentlich dieses Jahr lesen werde und das ist To Kill a Mockingbird von Harper Lee. Und dann als allerletztes möchte ich noch ein Buch aufschreiben und das ist Near to the Wild Heart von Clarice Lispector. Und dieses Buch ist eine Coming-of-Age-Story, also wir verfolgen ein Mädchen beim Erwachsenwerden und ich weiß nicht, ob ihr auch online so viel von Clarice Lispector hört wie ich, aber gefühlt spricht jeder Content Creator oder fast jeder Content Creator, dem ich folge, über diese Autorin und dass ihr Schreibstil so einzigartig und so berührend ist. Und ich habe auch gehört, dass besonders Near to the Wild Heart für Frauen vielleicht besonders interessant ist und deswegen habe ich das Buch auch auf meiner Liste. Ich kann mich noch erinnern, als ich es bestellt habe, musste ich irgendwie 3 Wochen oder so warten, weil es nicht verfügbar war und dann hatte ich aber irgendwie nie die Zeit und die Stimmung dafür, dieses Buch zu lesen, aber es steht auf meiner 2024 Prioritätenliste aus gutem Grund hoffentlich und ich freue mich schon sehr darauf, in die Welt von Clarice Lispector einzutauchen. Und dann zum Schluss habe ich hier noch Platz für neue Veröffentlichungen. Eigentlich verfolge ich nicht wirklich, welche Bücher veröffentlicht werden und was neue Bücher sind, denn irgendwie bekomme ich das immer mit, wenn ich online bin, welche Bücher gerade released wurden und welche ich lesen möchte. Aber ein Release, auf den ich mich schon super freue, ist von Leigh Bardugo, das neue Buch. Und ich glaube, es heißt The Familiar. Und ich lese gerade von Leigh Bardugo die Shadow and Bone Trilogy. Und ich habe ja auch Ninth House und Hellbent von ihr gelesen. Und ich finde den Schreibstil von ihr so magisch. Also sie hat irgendwie so eine Art zu schreiben, dass ich mich fühle, als wäre ich in der Geschichte drinnen und ich kann mir wirklich diese Fantasy-Welten, die sie baut, super gut vorstellen und deswegen werde ich, glaube ich, alles lesen, was Leigh Bardugo veröffentlicht. Und The Familiar ist ein Standalone-Buch, also es gibt keine Reihe dazu, es ist nur ein Buch und ich freue mich schon sehr. Und dann gibt es noch ein Fantasy-Buch, auf das ich mich sehr freue. Und das ist House of Flame and Shadow von Sarah J. Maas. Das ist das dritte Buch in der Crescent City-Reihe. Und die Crescent City-Reihe habe ich letztes Jahr gelesen. Und jetzt warte ich schon, ich glaube, ungefähr ein Jahr auf das neue Buch. Und ich freue mich schon so sehr, das endlich zu lesen. Und das wird auch in ein paar Wochen released. Und ich freue mich wirklich schon, wieder in die Welt von Sarah J. Maas einzutauchen. Ich weiß, manche Leute mögen ihre Bücher nicht so gerne. Und sind sie literarische Meisterwerke? Wahrscheinlich nicht. Aber
Ich fühle mich einfach wieder wie ein Kind, wenn ich ihre Bücher lese. Es ist eine so magische Welt und ich liebe die Charaktere, die Sarah J. Maas schreibt. Und deswegen freue ich mich schon sehr, wieder in die Welt von Sarah J. Maas einzutauchen mit House of Flame and Shadow. Und dann gibt es noch ein Buch, von dem ich gehört habe, das released wird. Und das ist auch von einer Autorin, von der mir die meisten Bücher wirklich super gut gefallen haben, weil die Charaktere sehr real sind und ich mich einfach sehr gut mit den Charakteren identifizieren kann. Und das ist Emily Henry mit ihrem neuen Buch Funny Story. Und ich glaube, das sind so die drei Neuveröffentlichungen, auf die ich mich 2024 am meisten freue. Ich weiß, es kommt auch der zweite Teil zu Divine Rivals von Rebecca Ross raus und das möchte ich auch gerne lesen. Also vielleicht sollte ich das auch aufschreiben. Das ist Ruthless Vows, heißt das Buch, glaube ich. Und ja, ich glaube, das sind dann alle Bücher oder alle Neuveröffentlichungen, die ich 2024 auch priorisieren möchte, beziehungsweise die ich im Blick behalten möchte. Und ich glaube, ich werde hier noch das Datum dazu schreiben, wann die Bücher released werden, sodass ich einen besseren Überblick habe. Aber ja, ich denke, das sind meine Leseziele für 2024. Als ihr seht, das ist wirklich eine sehr einfache Übersicht und es sind nur drei Ziele, die ich habe. Hier ist, wie gesagt, meine fertige Notion-Seite und das ist das Praktische bei Notion oder bei digitalen Planen, dass ich jetzt meine Leseziele überall auf jedem Gerät habe. Und schreib mir gerne, welche Bücher auf deiner Prioritätenliste stehen und auf welche neuen Veröffentlichungen du dich besonders freust. Und schreib mir gerne, wenn du an einem Buchclub interessiert wärst, vor allem vielleicht für ein bestimmtes Buch. Schreib mir auch gerne Vorschläge für Buchclub-Bücher in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen, mehr in den direkten Austausch mit euch zu kommen. Und ich freue mich wirklich sehr auf das Lesejahr 2024 und ich hoffe, dass ich nur gute Bücher lesen werde. Aber wir werden sehen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf. Fühl dich gedrückt wie immer und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Ciao!